Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Lifehack von Phil Filler. Ja, ich habe einen Füller bekommen, der nicht so richtig schreiben will. Also wenn man etwas schneller mit dem Stift schreibt, dann setzt er aus. Ein Freund von mir hat mir den jetzt zugeschickt und ich soll mal gucken, warum der jetzt nicht schreiben möchte. So, hier haben wir den Füller. Also er wirkt eigentlich so mal ganz gut, der Füller. Das ist jetzt ein China-Füller, der ist recht günstig. Und ich habe auch schon ehrlich gesagt einen Tipp, warum der jetzt hier nicht so richtig schreibt. A habe ich hier hinten, also es wird bei den chinesischen Füllern, wird immer ein Konverter mit geliefert. Und da sieht man hier schon, dass die Tinte hier nicht gleichmäßig im Konverter drin ist. Das heißt, hier ist eine Spannung drin und das heißt, ich könnte jetzt hier die Tinte nochmal nachschieben, dann geht sie wieder zusammen. Aber bei den Konvertern habe ich öfter das Problem, dass die Tinte halt einfach hier drinne stecken bleibt und nicht weiterläuft. Also das ist schon mal ein Problem bei den chinesischen Konvertern, dass hier Spannung von der Tinte drin ist und dass sie sich dann halt hier aufhängt im Konverter. Bei einigen deutschen Konvertern habe ich schon die Lösung gesehen, dass hier dann quasi so eine kleine Kunststoffkugel drin ist, die dann quasi die Oberflächenspannung der Tinte bricht und dann wird die auch immer hier weiter nachfließen. Also das könnte hier ein Problem sein, dass die Tinte halt nicht nachfließt. Das könnte man eventuell lösen, indem man einen anderen Konverter reinmacht. Dann könnte selbst die Tinte nicht so fließfreudig sein. Das ist hier aber nicht gegeben, denn die Tinte, die hier drin, das ist eine Urban-Tinte, das ist blöde Professeur. Und alle Urban-Tinten, die fließen halt ganz wunderbar, also daran sollte es jetzt nicht liegen. Ja, also bauen wir jetzt hier den Konverter mal aus. Und das nächste, worauf ich tippen würde, hier beim chinesischen Füller oder auch bei günstigen europäischen, das würde ich jetzt auch mal so sagen, dass hier im Tintenleiter drinne, also hier kommt ja die Patrone, die wird ja hier aufgesteckt. Also da sieht man ja den Dorn, wo die Patrone dann reinkommt, dass da noch von der Produktion Restpartikel sind, die den Tintenfluss stören. Das heißt, man müsste dann den Füller hier mit so einer Ohrendusche einmal ausspritzen. Das heißt, man schickt jetzt ganz viel Wasser durch und wird den jetzt hier freispülen. Das mache ich jetzt auch gleich. Und was schon öfters, also bei den zwei China-Füllern, da habe ich immer einen Jackpot gekriegt, was auch nicht funktioniert ist, dass der halt nicht richtig zusammengebaut ist. Das heißt, dass die Feder nicht auf dem Tintenleiter genug drauf liegt. Wir nehmen hier eine schöne Packung Tempo, also ein Tempo reicht. Und wir fassen die Feder jetzt hier an den Federschenkeln an, das heißt links und rechts davon, weil wenn ich jetzt hier oben drauf packen würde, dann könnte es passieren, dass ich die Feder verbiege und dann habe ich einen Salat, dann passt sie nicht mehr richtig. Also hier schön links und rechts greifen, dann klappt das auch. Also man muss ein schön weiches Tuch nehmen oder halt hier die wunderbaren Tempos. Ich liebe Tempos. Tempos kann man mitwaschen und nichts passiert. Sind die, sitzt schön fest. Also da brauchen wir ein bisschen mehr Kraft. Sei Dank habe ich gefrühstückt und kann deswegen den Tintenleiter mit der Feder rausziehen. So, wie ihr seht, hier ist er. Das ist der Tintenleiter, so sieht er aus. Und ich würde jetzt hier quasi, wenn ich ihn wieder zusammengebaut habe, hier das Wasser durchschicken. Und dann sieht man hier, sieht man das? So eine Reihe, hier sieht man es, wunderbar. Der hat so einen kleinen Schlitz oben drauf, da läuft dann quasi die Tinte durch. Und ja, also die läuft dann da durch und legt sich dann
unter die Feder und die Feder, ups, eingesaut, und die Feder hier, die drückt dann quasi alles wieder schön aufs Papier hier vorne mit dem Punkt. Also läuft hier, wie gesagt, da durch den Schlitz durch und den würde ich jetzt quasi auch nochmal mit freispülen. So, dann setzen wir die mal wieder schön zusammen. Wichtig ist, dass die Feder, dass das hier richtig aufliegt. Bei manchen Tintenleitern, wie zum Beispiel bei Carveco, da ist es ganz einfach. Da habe ich dann hier die Feder und hier den Tintenleiter und die schiebe ich dann einfach hier so zurück. Und irgendwann kommt dann hier hinten ein Anschlag, das merkt man, dann sitzt die Feder perfekt. Aber hier bei diesem Füller scheint das so nicht zu funktionieren. Also da ist kein Anschlag, wo ich ihn gegenschieben kann, dass ich weiß, dass richtig einrastet. So, jetzt habe ich hier den Füller, dann muss ich den so arretieren, dass hier der Tintenleiter schön hier vorne mit der Feder auffliegt, also so. Und zwar gerade muss das Ganze sein. Ich habe hier noch, hier habe ich ja dann den Schlitz, wo die Tinte durchfließt. Und hier habe ich, hier sieht man es auch, wenn das nicht hier kommt, der Schlitz hier vom Atemloch, vom Breeze Hole, da seht ihr, dass der nicht schön durchgängig ist. Das könnte auch ein Problem sein, dass deswegen die Tinte nicht gut fließt. Also wie ihr seht, der verjüngt sich hier so richtig schön nach vorne hin. Ja, das werden wir dann mit einem mit so einem Brush Sheet, also mit so einem Kupferfolie, eine feste, werde ich dann nachher nochmal durchgehen und werde das jetzt hier so ein bisschen aufweiten. Dann habe ich nämlich einen größeren Tintenfluss. Das kann natürlich auch das Problem sein. So, bauen wir den mal wieder zusammen. Wie gesagt, schön arretieren. Dann nehme ich hier, da muss ich nachher nochmal schön sauber machen, sonst kriege ich von meinem Kumpel Ärger. So, dann könnte es eventuell sein, dass man diesen Tintenleiter hier in das Griffstück nur in einer Richtung reinkriegt, dass dann hier quasi hier hinten der Anschluss nur ein Halbkreis wäre, sodass er dann irgendwann einrastet. Das ist hier aber nicht gegeben. Also hier im Griffstück, zack, seht ihr, ist ein komplett rundes Loch. Der könnt einfach so reinstecken, wie ihr wollt. So, also ich nehme den dann hier. Guck, dass er hier so halbwegs passt. Und schieb die beiden dann wieder zusammen hinten rein. So. Habt ihr gehört, es hat Klack gemacht. Das heißt, der ist jetzt eingerastet. So. Jetzt ist hier drin, ihr seht, dass er hier jetzt zentrisch wieder drin ist, die Feder. Ist eigentlich so, wie er sein sollte. Und ihr habt ja gehört, dass es ein gleiches Klickgeräusch gemacht hat. Das heißt, sitzt jetzt beides eng wieder beieinander. Das kann natürlich passieren, dass wenn er zusammengebaut wird, dass das dann nicht funktioniert. So, ich habe ja schon mal ein Video gemacht, wie man Füllhalter reinigt. Und den Link oben zu dem Video habe ich euch verlinkt. Klickt einfach drauf. Und jetzt werde ich den hier nochmal mit der Ohrendusche spülen. Wird gleich viel schön blaue Farbe durchkommen. Wenn ihr seht, dass das Wasser klar ist, dann habt ihr zumindest jetzt die Tinte ausgespült. Aber ich spüle noch ein bisschen weiter, damit auch wirklich alle
Reste von der Herstellung aus dem Tintenleiter rausgespült werden. So, der Füller ist jetzt hier vorne gespült. Und jetzt habe ich hier so ein Breath Sheet, wo ich das her habe. Ich habe das von tintenproben.de mal gekauft. Verlinke ich euch unten in der Videobeschreibung. Und ihr nutzt das so. Ihr habt dann hier so eine schöne scharfe Ecke. Und damit taucht ihr dann hier vorsichtig in das Luftloch ein und zieht es dann hier Richtung Federspitze. Also man merkt hier schon, das sollte eigentlich nicht sein. Hier vorne gehen die Federschenkel doch arg zusammen. Ihr seht, dass das Blatt hier schön eingespannt ist. Also das ist nicht so cool. Das muss ich jetzt hier dadurch bearbeiten, dass ich jetzt hier mit dem Brass Sheet ein bisschen durchgehe und das dann weiter. Wenn die Ecken umgeknickt sind, dann nehmt ihr einfach eine Schere und schneidet euch die Ecken ein bisschen ab, dass sie wieder eckig werden. So, wenn ihr dann jetzt das Ganze bearbeitet habt, also ich spüle es nur mal kurz mit Wasser durch, falls jetzt von der Produktion ein paar, also von der Arbeit eben ein paar Reste noch da sind, spüle ich die jetzt raus. Ja, das Ganze lasse ich jetzt nochmal trocknen und wenn er getrocknet ist, baue ich den nochmal zusammen und dann schauen wir mal, ob es funktioniert hat. So, der Füller ist getrocknet. Ich habe ihn wieder zusammengebaut. Und jetzt probieren wir mal, ob er schreibt. Ja, ich würde sagen, der schreibt auch. Schnell kann man auch mitschreiben. Hier bei dem Füller muss man natürlich sehen, dass der eine ziemlich harte Feder hat und ist auch ziemlich kratzig, aber das hat er auch schon vorher gemacht. Also die müsste man jetzt nochmal extra bearbeiten, dass er nicht mehr so kratzt. Das zeige ich euch auch in einem separaten Video. Aber das, was mein Kumpel mir jetzt als Hausaufgabe gegeben hat, dass der Füller wieder schreiben soll, also schnell. Ihr habt ja gesehen, das hat der muss halt, der ist halt, also die Feder ist jetzt auch nicht so schön bearbeitet, aber er hat jetzt, also ich sag mal, weniger Aussätze als vorher. Also hier sieht man, dass hier der Schwung, da ist dann keine Tinte, aber das, was halt vorher war, dass wenn man jetzt super schnell schreibt, dass dann keine Tinte mehr kommt, das ist hier halt nicht gegeben. Aber man muss halt hier bei diesem Füller doch ein bisschen doller aufdrücken, damit Tinte kommt. Und wenn man hier nicht so fest aufdrückt, dann kommt auch nichts. Das heißt,
wie ich es eigentlich liebe, dass man den Füller jetzt hier so auflegt und so zieht, da kommt nicht viel. Also man braucht hier bei der Feder von dem Füller, da muss man doch schon ein bisschen mehr Druck drauf geben, damit da auch was kommt. Also einfach wie auflegen und ziehen und dann schreibt er los. Das ist halt hier nicht gegeben. Aber das liegt halt an der Feder. Aber dafür jetzt mit der Bearbeitung bin ich eigentlich relativ zufrieden. Ihr seht, es kommt schon was raus. Schreibt besser als vorher. Ja, vielen Dank fürs Zuschauen, dass ihr dran geblieben seid. Falls ihr mich noch nicht abonniert habt, abonniert mich bitte gerne. Ich freue mich immer, wenn die Abozahlen nach oben gehen. Dann weiß ich auch, dass Leute daran interessiert sind, dass das, was ich zeige. Wenn ihr Fragen jetzt zur Bearbeitung habt, schreibt mir ruhig in den Kommentaren. Ich antworte normalerweise immer drauf. Ja, wie jetzt die Feder, die ist ja doch noch relativ kratzig, wie man die jetzt ein bisschen feiner kriegt. Also die hat klar Feedback, aber ich finde auch, die kratzt. Da muss man noch ein bisschen nachbearbeiten. Und wie man das am einfachsten macht, zeige ich euch, wie gesagt, in einem weiteren Video, was ich dann online stelle. Das Ganze funktioniert nur so als Teaser. Hier mit so einer DM-Polierfeile. Also hat hier 6 unterschiedlichen Rauheiten von der Körnung drauf. Zeige ich euch dann, wie es hiermit funktioniert. Funktioniert eigentlich ganz gut. Ja, wie gesagt, schönen Dank fürs Zugucken und ja, bis zum nächsten Mal. Ciao!